Hallo Leute und schön, dass ihr wieder vorbeischaut hier bei Minecraft. Ich habe ja angekündigt, dass ich wahrscheinlich ein neues Singleplayer-Let's Play machen werde. Also diesmal richtig Singleplayer, ohne Server, ohne irgendwas. Und zwar ist das AdCraft 2.0. Also ich habe ja AdCraft schon gemacht, das habe ich ja dann spontan beendet, aus diversen Gründen. Das kommt 2.0, da fangen wir 0 bei 0 an. Der zweite Anlauf, 0 Folgen. Und zwar haben wir hier auf der 1.10. Vielleicht werde ich auch dann auf der 11.11 updaten, wenn alle Mods verfügbar sind, aber glaube ich nicht. Ja, das Modpack wird es auch zum Download geben. Wie das Ganze funktioniert, das wird über Curse sein. Da kriegt ihr dann einen Link in der Videobeschreibung. Wer noch nicht eingefügt ist, werde ich ihn nachreichen. Gut, wir haben gesagt Singleplayer. Da habe ich hier zwei Welten. Das ist einfach eine Kopie, weil ich da immer teste. Dann spielen wir mal da was. Ja, wie gesagt, 1.10er ist das, 1.10.2 momentan halt. Jetzt ist natürlich schon die 1.11 raus und 1.11.2 glaube ich mittlerweile. Aber das ist ja mal interessant, auf welche Version man wirklich spielt. Es geht ja einfach nur darum, dass man wieder irgendwas Neues hat und was anders macht. Genau, wir haben hier eine Welt. Sieht auch ziemlich verlassen aus. Man sieht ja auch schon AdCrafters Team, das heißt, ich habe ja schon ein bisschen gespielt. Man sieht hier auch schon mein wunderschönes Haus. Darauf bin ich sehr stolz, Leute. Ihr glaubt es doch gar nicht. Ich habe ein bisschen gefarmt, also die ganzen Anfangssachen, die man so macht, habe ich schon hinter mir. Wie man sieht, wir haben hier ein paar Spitzhacken, auch schon Diamanten, also und ein Drachenei haben wir auch schon. Dann haben wir hier jede Menge, ja, wie sollte man es nennen? Kann ich hier eigentlich nicht sortieren? Ah doch, mit dem Mausrad, okay. Nicht wundern, ich bin noch nicht so ganz wieder in Minecraft drin, habe ich schon ja länger nicht mehr gespielt. Sondern sind 1, 10, sind mit anderen Mods, andere Sachen. Gut, Ressourcen haben wir auch schon einiges. 45 Diamanten, Drakonikohr haben ein bisschen. Ich habe auch ein bisschen an den Rezepten rumgespielt. Also, ich habe jetzt ein Rezept hinzugefügt, dass mir Drakonik Erz, also das auch craften kann. Liegt daran, weil wir auch noch einen anderen Server im Hintergrund laufen haben, wo wir spielen. Und da war halt Drakonik das extrem selten. Besonders wenn man dazu 5 oder 6 spielt, findet man echt wenig. Für 6 Leute. Wir haben ein Rezept hinzugefügt. Das habe ich hier übernommen, falls wir es brauchen, aber ich denke mal nicht. Weil wir haben ja RF-Tools drauf und alles Mögliche. Da kriegen wir schon andere Sachen zusammen. Gut, ja. Das mal dazu. Viel habe ich noch nicht gefarmt. Da unten. Bisschen Strip Mining und so. Ein Ofen. Wir haben jede Menge Mods drauf. Also so viel sind es gar nicht. Sie sind, ich glaube, 150 oder 158. Aber was halt ist, es sind interessante Mods drauf. Vor allem haben wir jetzt wieder Projekt Red drauf. Es gibt ja eigentlich noch nicht in vielen Modpacks, wie ich gesehen habe. Wir haben Wireless Redstone ganz normal drauf. Gehört einfach meines Erachtens einfach dazu. Können wir mal vorne anfangen. Also wir haben hier Vanilla. Das kennt hoffentlich jeder. Vanilla Minecraft, so Standard mit Eisen und so. Gell? Ich glaube, das kennt jeder. Dann haben wir so im Durchschnitt Vanilla. Und Vanilla. Dann haben wir aktuelle Editions, auch ein interessanter Mod. Ich glaube, alles das, gell? Ja. Da wird eigentlich relativ viel hinzu, wenn man so mal guckt. Bibliocraft haben wir auch drauf. Interessante Sachen gibt es da. Dann haben wir Biomes und Blende drauf. Ja, aber ich will überlegen, ob ich den drin lasse oder nicht. Dann ist das. So. Blood Magic plus Erweiterung haben wir drauf. Weiß ich gar nicht, ob ich in dem Mod was machen werde, aber wie gesagt, das Modpack gibt es ja dann auch zum Download und damit hat der ein oder andere dann auch wirklich mit dem Mod arbeiten kann. Habe ich mir gedacht, okay, pack's dir rein, ist ja egal, vielleicht machen wir auch damit was. Ist noch alles Blood Magic, Botanien logischerweise, sind halt auch so ein bisschen Standard-Mods, die man nicht immer braucht, aber das ein oder andere erleichtert schon das Leben, muss man schon sagen. So, was haben wir noch? Schüssel, natürlich ist eh klar. Schüssel, Schüssel, Schüssel. Dann haben wir Dark Utils drauf. Schüssel and Bits haben wir noch drauf. Kommt das? Eigentlich wollte ich die Mod gar nicht haben. Huh. Na doch, passt schon. Schüssel and Bits passt. Passt schon, habe ich mir ganz gedacht. Dark Utils, das sind schöne, interessante Sachen dabei. Sehr schöne, da würden wir auch einiges kennenlernen. Draconic Evolution ist eh klar, haben wir schon gehabt. NIO. So, dann haben wir ein sehr interessanter Mod, was mir extra
extrem gefällt, ist Ender Utils. Damit werden wir auch viel machen. Das werden wir gleich bald mal anfangen. Also, der Mod ist einfach nur geil, kann ich euch sagen. Was haben wir denn noch? So, mal gucken, weil ich habe mir so gedacht, dass ich so im Durchschnitt 15 Minuten Parts mache. Environment Tech, das ist auch obergeiler Mod, da kann man Solarzellen und so Sachen bauen. Dann habe ich noch draufgepackt, was jetzt komisch ist, was der ein oder andere sich denken wird, okay, ist Ex Nihilo. Ex Nihilo habe ich draufgepackt, weil ich mir mal dachte, man kann ja einfach im normalen Let's Play auch mal versuchen, Rohstoffe aus nichts zu gewinnen. Also man kann jetzt rein theoretisch einen Enderquell hinstellen und dadurch Rohstoffe gewinnen, oder man baut sich so eine Anlage, wie man aus Kies und sowas auch Rohstoffe bekommt. Also so wie es in Sky Factory immer ist. Wie gesagt, man muss es ja nicht verwenden, aber man kann es verwenden. Das heißt noch lange, dass das Cheat ist, weil man muss trotzdem die ganze Anlage aufbauen und schauen, dass sie funktioniert. Ich dachte mal, vielleicht mal so einen Weg versuchen, irgendwie an Erze dann zu kommen oder so. Mal gucken. Vielleicht verwenden wir es. Genau, das ist alles der Schrott hier. Dann haben wir extra Utilities 2 drauf. Ist eh klar. Extrem Reaktors, also es ist wie Big Reaktors, Forestry mit den ganzen Bienen. Ich glaube, Extra Bees habe ich gar nicht drauf, oder? Ne, dann haben wir Forge Micro Blocks, so wie die alten, wie man sie können. Also ganz normal mit Zerschneiden und so. Hier alle möglichen Varianten, die dicken, die Hohldinger. Das kommt vom Projekt Red dann mit, weil da braucht man es natürlich. Gehen das ist drauf. Okay, dann brauchen wir das Extra Piece eh nicht unbedingt. Ist eh drin. Dann haben wir Funky Locomotion. Da wollte ich immer schon wieder mit dem Mod arbeiten, aber eigentlich noch nie dazu gekommen, muss ich ehrlich sagen. Gehen das ist klar. Immersive Engineering ist auch klar. Also die erste Folge seht ihr, ist eher so Mods mal ausfindig machen. So, dann haben wir Industrial Craft, Industrial Craft, Industrial Craft. Da haben wir dann Iron Chest, logischerweise. Lootbags haben wir drin. Da haben wir noch Mechanissen. Haben wir auch drin. Da werden wir da mal einen riesen Reaktor bauen und sowas. Mechanissen, Minecraft Forge, das sind halt die ganzen Eimer und so weiter. Dann haben wir drin Missing Bees, das sind also so runde und eckige Hölzer, sowie Schrägen. Das kennt ihr ja noch von Carpenters Block, glaube ich. Den Mod gibt es aber, glaube ich, noch nicht. Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Habe ich ganz vergessen. Und ein bisschen Dekorationssachen sind drin. Future Mod haben wir drin, also für Kücheneinrichtungen und verschiedene Sachen. More Creature. Nee, ist der nicht? Nee, More Creature, das weiß ich gar nicht. Nee, habe ich wieder rausgepackt. Hatte ich drin. Aber jetzt haben wir wieder rausgenommen, weil da doch zu viele Tiere sind. So, Natura haben wir drin. Auch ein interessanter Mod. Fügt halt Bäume zu und ein bisschen den Nether, ein bisschen schwierigeres Grad. Not Enough Funds, das sind so verschiedene Zauberstäbe, wie man sie auch aus Warcraft ein bisschen kennt. Man kann teleportieren, man hat ein Builders-Wand, Capture-Wand und alles Mögliche, also auch interessant. Open Computers, den Mod habe ich noch nie wirklich verwendet. Mal gucken, ob ich es dieses Mal schaffe. Um den zu verwenden, OR Dictionary Converter ist eh klar, damit man durch OR Dictionary. Ja, so viel reden auf einmal ist gar nicht so einfach. Ja, egal. Barms Harvest Craft für Essen. Da kann man dann verschiedenes Essen machen, wenn wir wollen. Und mal uns was Gutes raussuchen, was wir so haben. Was wir möchten. Dann haben wir Plattforms. Also kann man so schöne Plattformen machen, so Stege und so. Zum Beispiel Wasser oder wie auch immer, wie man möchte. Projekt Red, wie schon gesagt, ist das alte, ganz normal mit Redstone-Kabel und so, wie man es gewohnt ist, mit den ganzen Circuits, Counter und den ganzen Kack. Finde ich echt geil, weil es gab bis jetzt nicht wirklich irgendwas und jetzt gibt es endlich. Ja, BSI, eh klar, gibt es halt so verschiedene Sachen, die man sich da programmieren kann. Muss ich mich erst auch ein bisschen wieder einfuchsen da. Ich habe es wohl privat dann selber ein bisschen gemacht. Natürlich das ganze Tutorial durcharbeiten, das macht man eh mit einem Tutorial, macht das Tutorial sozusagen, weil es einfach zu ätzend ist, da die ganzen 30 Tutorials oder wie das sind, da durchzumachen. Und sonst kann man im schlimmsten Fall einfach noch Copy and Paste die fertigen Skripte herunterladen und reinkopieren geht auch. So, Quantum Storage, damit man einen Quantum Tank und eine Quantum Storage Unit hat. Das ist so wie beim Mine Factory Reloaded, diese Quantum Storage. Weiß gar nicht, wie viel die halten kann, ein paar Millionen Items oder so. Dann haben wir eben Quark noch drin. Das sind halt auch verschiedenste Sachen, Baublöcke und so.
Sieht man hier verschiedenste Betten. Dann hat man hier die Carpens. Ohne und irgendwelche Domes sind so ein Gedönse, keine Ahnung, was das genau alles macht. Aber hat sich interessant angehört. Ich muss mir in den Mods dann auch nochmal selbst einlesen, weil ich und dann keinen Plan haben, was die alle wirklich machen. Wie die ganze funktionieren, weil RF-Tool kennt man ja, aber wird sicher auch wieder was Neues sein, was man in der Eis 7 nicht hatte. RF-Tools, RF-Tools. Ja, Raycraft ist eh klar. Sollte, glaube ich, schon so Standard-Mods. Dann haben wir Raycraft. Refine Storage, also keine Platinum-Chistic, sondern Refine Storage, dasselbe wie Platinum-Chistic 1, glaube ich, war das noch. Ohne Forge Multiplat. Multipart, nicht Platt. Multipart. Sozusagen. Gut, das haben wir. Bla. Ja, Simple Barrett ist auch interessanter Mod. Da kann man so verschiedenste Lagermöglichkeiten machen, also so eine Art Kiste und so. Dann habe ich noch Simple Generators. Das sind einfach die Generatoren, die wir bei Extra Utilities auch hatten. Den habe ich jetzt mal drin gelassen. Ich weiß nicht, ob er drin bleibt. Ich wollte mal testen, wie die Effizienz ist zwischen denen und denen von Extra Utilities. Mal vergleichen. Simple Sirens, genau, das sind einfach so Warnblöcke, falls als Alarmblöcke, da gibt man Rettungssignal und die haben zum Beispiel Feueralarm oder andere diverse Dings, Glocken, Tornado-Sirene und so weiter. Dann Simple Jetpack 2, also einfach ein Jetpack auf RF, ich werde jetzt mal kurz da schlafen gehen. Geht nicht, dann töten wir den mal. Also das sind so Jetpacks auf RF-Basis, die aber halt schon relativ gut sind, aber gar nicht mal so günstig sind. Also die kosten schon etwas. Kriegt man jetzt nicht so einfach. Aber kosten halt nur RF, das ist das Gute. Und haben natürlich dementsprechend Speicher oder man nimmt eine Batterie mit, ist ja auch kein Problem mehr. Gott, so wir reden auf einmal, das ist echt anstrengend, ehrlich gesagt. Gar nicht mehr gewohnt. Sag mal einfach so. So, Solarzellen. Sleeping Bag. Ja, Solarflachs sind einfach Solarzellen für RF. Dann haben wir Storage Doors drin. Auch cool, Sperrdings. Dann haben wir super Multidrills. Das sind auch geile Drills, da kann man natürlich auch verschiedenste Sachen machen. Hier sieht zum Beispiel eine Saw, Effizienz-Upgrade, Seek-Upgrade, Fortune und Sharpness sowie 3x3 oder dass man in der Luft gleich schnell abbauen kann, wie wenn man stehen will. Ist ungefähr das gleiche System wie bei Actual Editions, der Drill. Ein bisschen anders aufgebaut und teurer. Also der Drill an sich ist teurer. Aber dafür sind die Upgrades wieder billiger. Das ist halt immer so eine Sache. So abhängig. Ich habe lieber den Drill als den von Actual Editions, weil der einfach den Vorteil hat, ich kann die Bäume damit gleich mit absägen. Und was war noch der Vorteil? Irgendwas war noch der Vorteil. Ich weiß nicht was genau. Der kann nur 3x3, der andere 5x5. Aber er war, ich glaube, schneller war er sowieso. Ich weiß nicht, bauen werden wir sicher beide, weil jeder hat seine Vor- und Nachteile. Gut, Dinkers Konstrukt ist auch, glaube ich, klar. Und dann haben wir, ich glaube, eh nichts mehr, oder? Doch, Boot haben wir doch drin. Und Dodge Master, also fangen wir mit Dodge Master an. Dodge Master ist einfach die Mega Dodge, sollte man ja auch kennen aus Extra Utilities. Die hält einfach Mobs von Spawnen fern. Terrain Lighter ist einfach, der schießt Fackeln in die Luft, platziert alle 5 Blöcke an der Fackel und somit kann man sich das ganze Gebiet ausleuchten, ohne dass man selbst rumlaufen muss und Fackeln platzieren. Dann haben wir Torchowino drin. Das ist einfach so eine Torch, die den Speed-Tick von der Welt erhöht, beziehungsweise von einem gewissen Radius. Damit kann man halt schneller die Maschine laufen lassen und so. Habe ich ja auch schon in anderen Let's Play oft verwendet. Wie viel wir die jetzt verwenden werden, schauen wir mal, aber drin sind sie mal. Ja, Item Transfer Locator kennt ihr sicher auch. Das ist der Block, wo man von einem innerhalb von einem Block Item von A nach B transportieren kann. Weil das Redstone ist eh klar, was das macht. Wood. Wood ist eine Mob-Farm. Die muss man halt natürlich eine Multi-Block-Structure, ist ziemlich teuer auch. Und damit kann man Mobs spawnen, ohne dass sie wirklich spawnen. Also die spawnen dann einfach so im Hintergrund.
werden dann einfach getötet. Und man erhält nur den Drop und nicht 1000 Mobs, die erst gekillt werden müssen. Und dann erhält man einen Drop, sondern man erhält gleich direkt den Drop. Das ist mal das, genau, und nochmal Projekt Red. Das ist ja ne Dings, wie sagt man dazu, ein Core-Mod. Gut, mehr gibt's da dann eh nicht mehr zu den Mods zu sagen. Was habe ich jetzt aufgemacht? Was ist das? Kansel. Okay, interessant. Edit. Das kann ich editieren. New. Select Mode. Build. Achso, das ist, ich glaube, irgendwie. Angst. Lass mal lieber. Lass mal lieber. Keine Ahnung, was der gerade geöffnet hatte. Enderpearls, die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Interessant. Werden wir auch brauchen oft. Aber wie gesagt. Und ich war ein bisschen meinen. Wir haben ja hier noch Lootbags und solche Sachen. Bäcker läuft natürlich auch. Was? 124 Megabyte schon? Holy shit. Einige Backups. Die ganzen Lootbags müssen wir dann auch nochmal öffnen und so. Da habe ich schon geöffnet, aber die anderen müssen wir noch öffnen, mal nachgucken, was da drin so ist. Also würde ich sagen, die erste Folge war ein bisschen langweilig, weil ich die ganzen Mods erklärt habe und so und was drauf ist. Aber in den nächsten Folgen wird es sicher interessanter. Da fangen wir dann jetzt an mitbauen. Also dranbleiben. Wie gesagt, Mod-Piece eventuell in der Videobeschreibung, ansonsten reicht es nach einer Videobeschreibung. Das wird über Curse laufen, das heißt, ihr kriegt einen Curse-Link, dort müsst ihr ein neues benutzerdefiniertes Profil erstellen, das reinladen und dann lädt ihr eh schon alles runter, was ihr braucht. Es ist kein Modpack, was ihr finden könnt in Curse, sondern Modpack, das ihr selbst installieren müsst, sozusagen mit einem benutzerdefinierten Profil. Gut, das war's dann eigentlich und wir sehen uns, Leute. Macht's gut, haut rein, tschüss!